Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Planet Crafter. Als allererstes entschuldigt bitte, dass ich in den letzten beiden Folgen zum Schluss jeweils genau das gleiche erzählt habe. Ich habe so viele Folgen im Moment gleichzeitig versucht aufzunehmen, dass ich da ein bisschen durcheinander gekommen bin. Und ja, da ist mir leider einfach doppelt gemoppelt. Blöd, aber gut. Inzwischen wisst ihr alles und seid gut informiert. Und ja, jetzt hoffe ich, dass das hier irgendwie alles relativ entspannt von der, einfach weitergeht. Genau, also ich liege im Moment auch richtig gut in der Zeit. Habe auch schon eine ganze Menge voraufnehmen können, sodass ich echt im Moment toi 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 vorsichtig optimistisch bin, dass es tatsächlich funktioniert, dass ihr auf alle Fälle eure 2 Folgen pro Tag bekommt. Wir werden sehen, ob das wirklich so kommt und wirklich so umsetzbar ist. Genau. Jetzt sollte ich gucken. Oh, schaut mal, es dauert nicht mehr lange. Und dann können wir Pulsarquarz selber herstellen. Yeah. Und dann sind wir nicht mehr aufzuhalten. Bis dahin gibt es jetzt noch 2 Dinge, die ich tun möchte. Zum einen wollte ich ja, hier unten. Hier unten nochmal ein bisschen was bearbeiten. Ne? Da wollte ich gucken, ob das mit dem Erzextrakt, ob der wirklich Schwefel herstellt. Ich war jetzt gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Und ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Autohersteller. Dafür brauchen wir dann aber ein bisschen mehr Energie. Ich muss jetzt aber auch gucken, wir haben ja die Heizung, die nächste Stufe, freigeschalten. Die möchte ich gerne auch nochmal aufbauen. So, dementsprechend ernten wir jetzt hier mal schnell das Zeug. Warum auch immer. Ach so, ja klar, weil der hier fertig, der ist voll, ne? Nee, der ist nicht voll. Na gut, okay, dann halt nicht. So, dann machen wir da den Stoff mal rein. Hier machen wir mal, hier drüben können wir das Gemüse reinmachen, dann passt das schon mal wieder. So, ich habe einmal Nahrung gegessen. Das heißt, es wäre jetzt schon praktisch. Ach komm, wir haben so viele Kürbisse, wenn ich jetzt einfach ein bisschen was mitnehme. Und dann, genau, machen wir uns jetzt dann mal auf dem Weg. Zuerst gucken wir nochmal bei den Bakterien runter, ob das jetzt nun alles so funktioniert, ob der wirklich Schwefel herstellt. Ja, tatsächlich. Mega gut. Das ist natürlich hervorragend. Da bin ich sehr dankbar für. So, und dann müsste man hier halt gucken. Genau, genügend Algen wären vorhanden. Und da ist dann der Seewassergedönsdings. Ja, perfekt. Das ist doch hervorragend. Da war jetzt noch kein Eisen. Das heißt, ich würde jetzt dann erstmal schauen, nochmal ein bisschen Eisen sammeln und mal so einen Schrank hinstellen, weil ich einfach keine Lust habe. Ach, ich hätte, wisst ihr, was wir hätten machen können? Wir hätten so einen großen Schrank dahinstellen müssen. Aber das ist mir zu teuer. Dann kommen halt mehrere einzelne Schränke, dann ist halt jetzt so. Da schauen wir jetzt nochmal entspannt. Das war jetzt Silizium. Kiralein. Und dann, hier ist auch kein Eisen. Da ist Titan. Wow, Leute, ey. Also ich meine, ich wusste ja, dass Eisen echt schwierig ist, aber das ist hier schon so ein bisschen zum Weinen. Oh, cool. Hier hinten waren wir eigentlich so auch noch nie, ne? Ich bin gespannt, was uns jetzt hier mal kurz so ein Stück erwartet. Aber das sieht voll schön aus hier mit dem Zeug. Mega gut. Ja, Bewässerung niedrig, ich weiß. Ist jetzt aber noch nicht ganz so katastrophal. Hier ist nochmal Eisen. Jetzt lass uns doch mal bitte kurz so ein bisschen gucken gehen. Ah, hier ist doch bestimmt kein Wasser drinnen. Na gut, aber hier ist Eisen. Dann stellen wir da jetzt nämlich gleich so ein paar Schränke auf. Da muss ich das Zeug nicht immer sammeln bei uns in der Bude, weißt? Ah, gucke mal da. No? Gut. Hallo, ihr Würmchen. Ist die Frage, wie weit kann man hier eigentlich tatsächlich hinfliegen? Ne? Also hier scheint es ja schon noch ein gutes Stück voranzugehen. Ne? Also hier kann man wohl schon noch mal so ein bisschen. Bin jetzt gerade, ja. Und das ist wieder so typisch, ne? Du willst eigentlich was machen und zack, 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 lässt dich ablenken und bist wieder ganz woanders. Ach, Kiralein. So, jetzt haben wir aber gleich genug Eisen gesammelt, dass wir ein paar Schränke aufstellen können. Und wow. Wow.
Ist das fantastisch, ne? Schaut euch das an, wie schön das ausschaut. Kann ich das ernten? Nee. Wow. Okay, das hat sich jetzt aber gelohnt. Das musste jetzt sein. Wow. Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, ist das schön. Schaut's euch an. Also trotz dieser ja doch eher comicartigen Grafik, ne, kommt das hier schon echt richtig gut raus. Das ist Wahnsinn. Wunderschön. Ich habe so eine, wie heißt mal, Flashbacks habe ich ja oft bei Medieval Dynasty, ne, wenn ich dann so durch die Gegend laufe und dann mir einfach nur denke, so, oh mein Gott. Oh, Terra-Tokens! Terra-Tokens! Sehr schön. Ja, wo ich dann wirklich sage so, wow, mein Gott, es ist so wunderschön. Ne? Und auch hier ist es gerade echt richtig, richtig toll. Das schaut einfach nur wunderschön aus. Komme ich hier so ein bisschen hoch? Ich würde gerne... Oh, da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Was gibt's hier? Osmium, würde ich sagen, ne? Das ist Osmium. Da ist auf alle Fälle Aluminium. Na komm, das nehmen wir jetzt einfach ein Stückchen mit. Einfach, weil wir es können. Und Aluminium ist tatsächlich so ein bisschen Mangelware geworden. Wir brauchen jetzt dann demnächst auch relativ viele... jetzt kann ich leider nichts mehr machen. Ah, hier muss ich sprengen. Okay, gut zu wissen. Da ist nochmal eine Kiste. Obsidian. Ah, Mist. Jetzt müssen wir mal kurz so... Ach komm, die Blumen lasse ich jetzt hier. Das Obsidian. Ja, doch, so passt schon. So ist okay. Okay, gut zu wissen. Hier müsste gesprengt werden. Also ich vermute, dass wir irgendwo hier sind. Okay. Ja, schön. Ist okay. Kann man so lassen. Boah, sich das zu merken, ne? Das wird auf alle Fälle lustig. Aber es ist sehr, sehr schön hier. Also es gefällt mir richtig gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz zurück und platzieren die geplanten Schränke. Wow, einfach toll. Können wir mal kurz hier hoch? Ah, wunderschön. Wunderschön. Kann ich hier auch hochlaufen? Naja, ja schon. Da oben geht's auch nochmal rein. Okay. Akira, wir müssen jetzt aber erstmal alle machen, aber es ist einfach wunderschön. Ja, genau. Also wie gesagt, oh Mann, ey, voll durcheinander. Das ist so, wenn du durch Medieval Dynasty läufst, ne, und dann einfach so diese realistischere Seite hast an dem Spiel, ja, und das einfach nur wunderschön ausschaut, dann, ja, ist es einfach traumhaft, ne? Und hier ist es jetzt gerade auch echt, wo ich sage, wow, trotz eben halt doch dieser sehr viel farbintensiveren Engine, sage ich jetzt mal, ne? So. Trotzdem wunderschön. Ich genieße es total, hier durch die Gegend zu latschen und ganz entspannt zu machen. Ist echt schön. So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir das mal so, dass wir hier jetzt nochmal so einen Dings hinsetzen, damit es einfach, ja, der innere Monk schreit schon wieder, weißt. So, und dann packen wir jetzt hier, kann ich eigentlich auch Wände einzeln setzen? Nee, okay, das wäre jetzt halt, das ist Nonplusultra gewesen. Aber ich kann Schränke setzen, das ist schon mal was. Das ist schon mal ein Anfang. So. Genau, dann machen wir einfach noch einen und dann haben wir hier auf alle Fälle mehr als genügend Platz für die Ressourcen, die wir jetzt aus dem Ding holen, die wir nicht unbedingt brauchen, ne? So. Und jetzt hier machen wir doch mal die Mutagene. Und dann platzieren wir das Zeug hier einfach mal und dann gucken wir mal. Na siehst du, es schaut doch gar nicht schlecht aus. Okay, dann hätten wir das jetzt erstmal erledigt. Und dann gucken wir mal, also wie gesagt, ich glaube, wir brauchen einen zweiten Autohersteller. Einer, der eben halt Bakterienproben herstellt und einer, der dann eben halt Mutagene herstellt. Weil so müssen wir das im Moment alles umstellen. Ne, das ist jetzt gerade nicht ganz so einfach. Mutagenstufe 3 könnten wir auch schon machen, ne? Wahnsinn. Okay,
Gut, so, dann hätten wir das jetzt. Dann wollten wir, klar, ich würde natürlich irgendwann schon gerne auch nochmal hier hin. Waren wir jetzt bei dem Raumschiff hier, waren wir jetzt nochmal? Oder waren wir bei dem, nee, wir waren bei dem, ne? Weil ich hatte überlegt, ob man hier tatsächlich, ob es da nochmal mehr Türen gibt, ne? Jetzt haben wir natürlich ein bisschen was mitgenommen. Warte mal, wir gehen mal kurz nach Hause. Ja, schmeißen das ganze Zeug hier mal rein. So, warte mal. Bakterien. Okay, es füllt sich langsam. Nicht schlecht. Aluminium. Düten. Oh, sehr nice. Okay. Obsidian haben wir da hinten. Und dann kümmern wir uns gleich jetzt um die... dann kümmern wir uns jetzt gleich um das ganze Gedönsdings rund um die Wärme. So, das Zeolit brauche ich jetzt gerade nicht. Schwarzpulver brauchen wir halt dann jede Menge, ne? Nein, was, wir wollten doch eigentlich erst... Warte. Wir wollten erst nochmal in das Dingsbums reingehen. Freischalten können wir nicht. Es sind derzeit keine Baupläne. Okay, naja, dann müssen wir es halt da erstmal liegen lassen. So. Okay, dann flitzen wir jetzt mal zurück und schauen mal. Ich denke, das ist jetzt, geht jetzt schneller, wie jetzt irgendwie zum Aluminium zu gehen und dann darüber zu laufen. Ich glaube, da sind wir, bis dahin sind wir schon längst bei der alten. Und im Traumschiff, ins Raumschiff gucken wir vielleicht einfach nächste Woche nochmal. Also es kann schon sein, dass wir vielleicht sogar wirklich ein, zwei Türen oder was übersehen haben. Ich weiß es gar nicht genau. Und dann wäre eben halt interessant, welche... ja, wir noch plündern könnten, wo es halt noch möglich wäre. Jetzt, wo wir dann demnächst gleich das Pulsarquarz herstellen können, selber herstellen können. Ich hoffe, dass es nicht allzu schwierig ist. Ja, ist doch so ein bisschen entspannter alles. Ist da echt noch ein Erzextraktor? Kann das sein? Tatsächlich, ich glaube schon. Haben wir da echt noch einen Erzextraktor stehen? Oh mein Gott. Ich glaube tatsächlich schon. Oha. Das habe ich auch noch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber tatsächlich, da steht einer. Oh, kann ich hier hoch? Tatsächlich. Wow. Was ist das? Ich dachte, hier gibt es keine gefährlichen Viechers. Da ist wieder so eine schöne Schmetterling. Was ist das? Was sind das für Viecher? Okay. Wow. Wo bin ich denn hier gelandet? Also ja, obendrauf mir schon klar, aber wow, okay, krass. Hier kann ich nichts trinken irgendwie. Oh, das ist wieder so ein Moment, ne, wo ich mir denke, darf ich hier sein? Soll ich hier sein? Ja! Und Pulsarquarz haben wir auch noch mit dabei. Zeolit, auch wenn ich eigentlich keine Zeolit-Probleme habe. Wow. Interessant. Bist du nur so richtig... Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir die noch. Oh, da sind diese leuchtenden, glaube ich, ne? Schön. Ah! Ah ne, das sind die Schmetterlinge. Ich habe gerade gedacht, das ist Pulsarquarz. Wow. Du bist eine normale? Ja. Schön. Dann kletter ich jetzt mal wieder runter und mach hier mal das Ding, ne? Das, ganz ehrlich, das brauchen wir gar nicht mehr. Das brauchen wir ja gar nicht. Also, von daher. Kann ich auch eine normale Truhe hier irgendwie hinstellen? Nee, das geht tatsächlich nicht. Okay.
So. Und da jetzt so ein Schrank drauf. Und dann. Weil die brauchen wir ja. Das da rein. So, dann nehmen wir das noch mit. Da hatte ich den. Den habe ich total vergessen, ne? Wieder ein bisschen Energie gespart. Mega gut. So. Oh Mann. Leute, das ist was. Hui. Ja, genau, dann wollen wir zu dem auf alle Fälle. Jetzt will ich aber unbedingt erstmal dieses ganze Gedöns mit der Wärmeheizung machen. So. Und dafür baue ich mir jetzt hier einfach nochmal so ein riesengroßes Gelände hin, wo ich die dann drauf packe. Weil die sind bestimmt ein bisschen größer. Oh, habe ich kein Eisen mehr? Ach, schade. Die sind bestimmt ein bisschen größer. Habe ich hier jetzt zufällig irgendwo noch Eisen drinnen? Das wäre schon so ein bisschen toll, ne? Eisen, gar nichts. Oh, wie gemein. Eieiei. Okay, pass auf, dann machen wir das mal kurz hier mit hin. Wo kriege ich jetzt so schnell Eisen her? Oh, müsste ich eigentlich suchen, aber ich hoffe, dass der Erzextraktor da unten jetzt ein bisschen was gebracht hat. So, lass uns mal bitte hier relativ zügig vorankommen. Jetzt habe ich hier natürlich bloß noch einen zu stehen. Ein Eisen. Wuhu! Das bräuchte ich aber eigentlich hier, um nochmal eine Kiste hinzustellen. Oh, Manometer. Manometer. Jetzt machst du das bitte noch ordentlich und dann... Oh, geht gar nicht so ordentlich, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Jetzt. Ah, hallo. So, das Aluminium müssen wir mitnehmen. Aber ja, endlich. Juhu. So, Eisen. Wo kriege ich Eisen her? Eigentlich müsste man tatsächlich suchen, ne? Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Ich und meine Bauprojekte. Eieieiei, Eisen. Da war auf alle Fälle noch. Gucke mal, da. Da. Noch. Da. Da. Na, siehst du. Ist doch schon mal was. Hier, das ist auch Eisen. Inventar voll. Okay. Na gut, dann muss das jetzt erstmal irgendwie reichen. Oder so. Gut ist ja, dass es doch noch welches gibt. So in der freien Wildbahn, ne? Dass wir da jetzt nicht auf die Erzextraktoren zurückgreifen müssen. Naja, jetzt baue ich da die Plattform und dann könnten wir tatsächlich mal schauen, was wir für den Pulsarquarz brauchen. Das wäre höchst interessant, muss ich sagen. Klar, wir wollen natürlich auch dann noch, dass wir die Heizungen umtauschen. Das möchte ich eigentlich wirklich noch machen in der Folge. Wir haben noch ein paar Minuten, alles cool. So. Wie viel habe ich noch? Gar keins mehr. Okay, hat genau gereicht. Mal gucken. So, dann lass uns doch mal blicken. Nee, halt, die werden bestimmt hier hergestellt. Verdammt, habe ich abgebaut. Ach, wie schön. So, Heizungen. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal das Aluminium. Räume mich hier erstmal auf. Dann brauche ich hier eine Übergangskiste. Habe ich nicht, war klar. Gott, hier ist alles so durcheinander. Dann mache ich das Zeug. Oh, ist der schön. Mache ich das Zeug erstmal hier rein. Den können wir essen. So, und dann baue ich jetzt erstmal die Heizungen wieder ab. Achso, da müssten wir... Habe ich nochmal? Ein bisschen Platz habe ich theoretisch noch. Okay, so. Na, pass mal auf. Und jetzt bräuchten wir ja...
diese Iridiumstäbe. Oh Gott, ich habe die gar nicht dabei, ne? Und das Problem ist ja, okay, pass auf, wir bauen jetzt erst diesen Optimierer. Ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie groß die Heizung eigentlich ist und ich kann es aber auch gerade nicht gucken, weil ich die Dinger nicht habe. Wir packen hier jetzt diesen Maschinenoptimierer hin. Und zwar hier drauf einfach. Und packen dann die... Oh Gott. Die einfach schon mal rauf. Und dann muss ich kurz Pause machen. Okay, so, dann läuft der jetzt erstmal. Mein Kurzer hat ja nicht sehr lange geschlafen, gerade mal eine Viertelstunde, obwohl er eigentlich hundemüde ist. Ich habe ihn jetzt neben mich gelegt. Kann sein, dass er jetzt zwischendurch mal ein bisschen was erzählt oder anfängt zu quaken. Dann entschuldige ich mich jetzt schon mal. Das ist, ja, aber ich, solange er jetzt eigentlich entspannt ist und nur guckt, würde ich gerne noch ein bisschen weiterspielen. So, dann hätten wir das. Dann haben wir jetzt die Heizungen weggemacht. Das heißt, wir müssten jetzt erst nochmal zurück. Boah, was würde ich nicht alles für den Teleporter hierher tun, ne? Leute, das ist hier schon so ein bisschen nervig, ne? Aber für einen Teleporter brauche ich Pulsarquarz. Das, ja, hör auf zu tanzen. Und doch, ich habe doch zwei. Und ein Obsidian habe ich doch auch, oder? Oh, 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 lass uns mal gucken. Warte mal, ich brauche ein Zeolit. So einen komischen Stab. Den kann ich aber nicht herstellen. Warte mal. Vielleicht geht es ja trotzdem. So. So. Nee, reicht nicht. Nee, keine Chance. Nee, nee, nee. Da habe ich nichts. Das ist nicht ausreichend. Ach, schade, Marmelade. Okay. Na gut, dann muss ich jetzt doch tatsächlich einmal zurück. Huch, da flogen Sachen durch die Gegend. Okay. Kann ich hier so einen Aluminium... ja, gut. Da müsste man... Dann stelle ich das Ding halt wieder hin. Das haben wir ja im Moment wahnsinnig viel. So. Hör, den kann ich hier gar nicht herstellen. Wo stelle ich ihn denn her? Interessant. Wo stelle ich den her? Ach, bestimmt im Biolabor. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. So, wir bräuchten also davon. Wir brauchen drei Stück. Beziehungsweise ich würde jetzt dann tatsächlich vielleicht sogar... Aber ich habe den Obsidian nicht. Den Obsidian habe ich jetzt gerade für den Dingsbums hingestellt, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich glaube, es ist einfach leichter, wenn ich einfach kurz rüberfliege. Ach, das ist jetzt blöd. Echt. Echt wahr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir fliegen jetzt schnell rüber und dann holen wir uns das Zeug und dann ist es halt, ja, ne? Blöd. Oh, oh Mann, oh Meter. Gut. Nee, aber dann stellen wir tatsächlich einen Teleporter auch da noch hin. Ja, man kann sich jetzt so ein bisschen drüber streiten, ne? Weil es halt wahnsinnig viel Energie kostet. Da habt ihr schon recht, das ist richtig. Ach, aber dieses ständige Gelaufe oder Gefliege ja besser, das nervt dann schon. Also, oder sollen wir das hier aufstellen? Aber ich will hier eigentlich nicht, ne? Ich will hier in der schönen Basis, will ich eigentlich, mich nervt das mit den grünen Dingern schon. Die kommen weg, sobald ich herausgefunden habe, wie ich Pulsarquarz herstelle und was ich dafür alles brauche und wie schwer oder leicht es ist. Von daher ist das jetzt nur eine Übergangslösung mit den komischen Dingern hier vorne. Ja, die sollen auf alle Fälle wieder eliminiert werden. So, okay, Obsidian und... Warte mal, Obsidian war hier hinten. Das machen wir jetzt so. Genau, und dann eins für den da und eins, zwei und dann müssten wir vielleicht einfach mal alle Kugeln, nein, warte, wir machen alle Kugeln raus und dann stellen wir mal hier nochmal so ein paar Stäbe her. So, eins, zwei, drei und dann brauchen wir nochmal ein paar Tütchen, ne? Dann können wir die ersten nämlich schon herstellen. Warte mal. Ach, guck mal, hier ist auch noch einer drinnen. Oh.
Was ist das denn? Hier sind auch noch, warte mal, 3 und 4. Also 4, 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2, 3, 1, 2. So, und dann müssen wir mal gucken, wie viele 3, 3, 3, 1 weniger, 1, 2, 3, 1, 2. Also 2 kann ich auf alle Fälle schon bauen. Und eben, so, pass auf. Jetzt müssen wir das kurz sortieren. Also wir haben hier 3, 3, 1, 2, 3, 3. Das ist jetzt der Teleporter, ne? Mit einem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, wir brauchen noch 3 Iridiumstäbe. Dann können wir 3 Heizungen herstellen, bin ich der Meinung. So, und jetzt will ich aber, ich bin neugierig, ich will wissen, was wir für den Pulsarquarz brauchen. Tatsächlich. Och, das geht aber. Methankartusche. Okay, also wir brauchen hier definitiv dann auch noch einen Erzextraktor. Quatsch, ein Gasgedönsdings. Den brauchen wir hier auch noch. Alles klar. Gut, dann teleportieren wir uns jetzt dann gleich rüber. Das heißt, wir stellen da jetzt nochmal einen hin. Und dann... Jo. Ne? Machen wir das so? Ja? Genau, und dann stellen wir da drüben den Teleporter in die Base. Ich weiß auch nicht, was ich genau damit mache. Ja, grundsätzlich, ne? Oh nein. Jetzt, nicht jetzt, bitte nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Das wäre jetzt echt uncool. Ich bin gar nicht bereit, ich habe keinen Platz im Inventar, lass das sein. Was hast du denn, Kira? Naja, ich glaube, jetzt kommt wieder so ein Superlegierungssturm, oder? Und wenn das so ist, dann ist das ziemlich ärgerlich, weil ich halt keinen Platz habe. Oder warum ist alles so blau? Was ist da los? Oh mein Gott. Also es ist wunderschön, aber ich weiß ja nicht, ob das so das Richtige ist. So, jetzt stellen wir hier mal 3 Heizungen hin. Boah, sind die groß. Ne? Wahnsinn. Okay, das ist absolut daneben. Das kann ich mir ja eigentlich sparen, ne? Was wollte ich? Das ist, also die passen hier schon rauf, aber dann... Wow. Okay. Ach du heilige Katastrophe. Ja. Okay. Ach du Gott, ist das hässlich. Ach, Herr Jemine. Ach, Herr... Oh ja, doch, so ging's. Alter. Minimalistisch gesehen. Was zeigt der an? Irgendwie 8 Maschinen. Was macht der jetzt halt? Okay, krass. Wahnsinn, ne? Und dann, wenn, sobald wir da Luftdruck haben, ne, die geben ja, glaube ich, auch Wärme, ne? Wärme, genau, Luftdruck, ja. Da, wenn die dann Stufe 4 bekommen, dann machen wir das auch. So, dann packen wir jetzt hier den Teleporter noch hin. Ich hoffe, dass das ausreicht. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles, ne, da oben ist noch ein Blitz. 1900, okay, das reicht noch, alles klar. Dann stellen wir jetzt hier noch einen Teleporter hin. Na, passt es da hin? Nö. Okay, ach, will der hier? Doch, ich wollte gerade sagen, eigentlich kannst du hier doch... Ah, gucke mal. Wir machen das so. Da kommt der Teleporter hin. Ja, perfekt. Alte... Oh. Alte Base. So. Perfekt. Dann haben wir das jetzt nämlich auch. Super cool. Sehr schön. So, und dann stehen da jetzt... Ach, du Gott, oh Gott, oh Gott. Guck dir das an, ne? Das sind jetzt bloß 3. Also 4 hätte ich schon gerne, ne? Muss ich gestehen. Aber... Wow. Oh, da komme ich hoch. Warte. Oder auch nicht. So, warte.
Hat er mich jetzt hier weiter? So. Wow. Krasser Scheiß, ne? Wahnsinn. Und jetzt geht auch der GTI nochmal wieder ein bisschen schneller hoch. Mega. Sehr gut. Also, dann kümmere ich mich jetzt so ein bisschen um die Fertigung von Pulsarquarz, damit wir nochmal 2, 3 Energiedinger herstellen können, damit ich eben halt das andere Ding wegmachen kann. Oh ja, das ist so praktisch. Das ist richtig gut jetzt. Ne, dann kann ich nämlich die Dinger hier wegmachen und mache die dann beim Osmium hin. Jetzt bin ich gespannt, aber wie gesagt, ich glaube Gas... Doch, wir haben eine ganze Menge von dem grünen Gas, aber wir brauchen auf alle Fälle einen neuen Gasextraktor. 3 Superlegierungskugeln, das machen wir jetzt noch ganz zum Schluss. Machen wir nicht, weil ich habe keine mehr. Okay, ich mache mal die nächste Folge. Also ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude für euch zu spielen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.